Unser Planet besitzt zwei Seelen. Und ja, somit herzlich willkommen zu einem... Ups, Mikro ein bisschen übersteuert. Das muss ich nochmal... Ja, und jetzt komme ich mal richtig. Willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar Blind Terranigma. Terranigma. Ja, wir zocken auf Null und ich kenne die Störung nicht. Was total schlecht aus. Ah, auf X kann man das machen. Okay, wir nennen uns Ark. Kann man das ändern? Ach ja. Ja, ich hab's verstanden, man kann es ändern. Nein! Okay, wir nennen uns B. Kapitel 1. Versunkene Kontinente. Ja, wieso ist Kapitel 1 zu lang? Kann mir das mal bitte einer von euch erklären? Oh, Miet. Du bist es. Nass geschwitzt. Hattest du einen Albtraum? Ja. Den gleichen Traum wie jede Nacht. Geh ein wenig draußen spazieren. Das wird dir gut tun. Der Kristallnebel liegt in der Luft. Es ist wunderschön. Vielleicht lässt sich das Wetter deine Träume vergessen. Ja. Ein RPG ist extrem toll. Vor allem als Let's Play Blind. Ich glaube mal, ich hätte... Irgendwie kommt mir das Game total bekannt vor. Hallo, was kann ich tun? Hallo. Ich bin der große Erleuchter. Au. Oh. Na, wer hat Melina dich wach geküsst? Liebe muss schön sein. Ein Spruch der Weise. Die Kristalle im Nebel sind die Tränen der Oberwelt. Was er wohl damit meinte? Jedenfalls nicht, wie du da rumstehst. Hatschi, Hatschi! Hallo, Weh. Du kannst mir beim Kochen helfen. Gib mir bitte den Krug dort drüben. Er enthält Gewürze. Welchen Krug, hallo, welchen Krug? Meinst du den Krug? Was soll das? Soll ich dich wieder in die Ketten legen? Nein, aber ich kenne das Spiel nicht. Hallo. Hä? Weiser. Bist du Weiser? Aber ich möchte den Kristallnebel sehen. Doch man sagt mir, dass mich dann der Pilz trifft. Ja, weißt du, wie uns das jetzt freut? Nein, ich bin... Hallo! Hilfe! Ich kann hier überhaupt nichts machen. Ah! Wir drücken näher. Man hat sich über dich beschwert. Du hast gestern die Hühner in die Weberei getrieben. Alles wurde verwüstet. Tut mir leid. Die Hühner kamen von allein auf die Idee. Na gut, ich habe sie in die Weberei gejagt. Aber... genug jetzt! Schweig! Geh und entschuldige dich! Nein, ich will... Halt! Wer hat dir erlaubt, die Drohnen zu berühren? Ich? Du, alter Typi, Nigger, oder was du auch bist? Weiser. Christa. Anglerpunkt. Was ist das? Hallo, ach so, auf... toll, wenn man die Störung nicht kennt. Also kann ich nicht machen. Man kann Dinge sehen, wie der blaue Kristall wieder spiegelt. Ich kann Personen und Orte sehen, die ich nie zuvor sah. Boah, geiles Spiel bis jetzt, muss ich sagen. Kristalle besitzen magische Kräfte. Bringst du sie mir?
dann fache ich ihre Kräfte und wandle sie in Staub. Vergiss es, ich bin nicht deine Oma, dein Bringer. Ja, ist gut, ich will mal hier rein. Händler, vergiss es, ich will nicht handeln, ich habe keine Knete. Schön. Wisst ihr, wie das ist, wenn man die Störung nicht kennt? X geht nicht. X geht nicht. Alles kaputt. Ja, übrigens, Terrassen-RP ist eine neue Let's Player-Community, die hier seit neuestem auf dem... Ja... Du machst es mich schon fragt, Stern, komm her. Gestorben. Die hier ihr Unwesen treibt. Mama sagt, man sei ein Versprechen aus einem früheren Leben gebunden. Wie? Waren Melina und du in der Vergangenheit bereits Freunde? Nein, ich weiß nicht. Ich kenne sie überhaupt nicht. Wer ist das? Weberei. Oh, jetzt habe ich es gesehen. Weh, ich hörte von deinen Taten. Du sollst dich entschuldigen. Woher weißt du das? Oh. Du schon wieder! Du musst doch nicht wieder Ärger machen, oder? Wenn doch, dann kannst du gleich wieder gehen. Entschuldigung. Ich wollte mich entschuldigen. Ich habe es gestern etwas übertrieben. Du entschuldigst dich? Das ist eine Überraschung. Weißt du, die Weberei bedeutet uns sehr viel. Ich hoffe, du bist in Zukunft etwas rücksichtsvoller. Nee, niemals. Geh doch schlafen. Ja, wo war ich? Ach ja, übrigens, wir sind auf Facebook, Twitter und YouTube und auf Twitter, Facebook erhaltet ihr immer die aktuellen Szenen von uns. Das heißt, ihr bleibt immer auf dem Laufenden, was wir so gerade machen, beziehungsweise was für neue Videos bei uns kommen. Nichts zu machen, die Tür lässt sich nicht öffnen. Und das, obwohl sie nicht einmal einen Schloss hat. Du kommst gerade rechts. Der Weiße ist ausgegangen. Wir wollten doch etwas ausprobieren. Diese blaue Tür, die Tür, die sich nicht öffnen ließ. Wir wollten sehen, was dahinter ist. Wir haben alles versucht, doch sie lässt sich nicht einfach nicht öffnen. Willst du es probieren? Sicher. Ich werde es versuchen. Also, weh, vielleicht gelingt es dir. Auf geht's. Permalde, die scheint versiegelt. Ja, toll, was ist mir das? Hallo, ich will rein. Ah. Los, bevor der alte Mann wiederkommt. Oh nein, es geht nicht. Scheibenkleister und ja, noch 2 Minuten und ja, mal kurz gucken, was ich hier so machen kann. Einfach mal durchgehen. Wow, du bist cool. Wow, du bist cool. Oh ja, ist gut, ich weiß, das ist cool. Ja, blablabla. Ah, so kann ich das Game vorspulen. Ah, interessant. Ja, und ich sehe, wir haben nur noch locker 1 Minute Zeit, das heißt, jetzt nur... Oh, was ist das? Das Buch ist mir klar vorher schon aufgefallen. Okay, das ist egal. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Bitte. Gib mir doch Arbeit, bitte. Nur eine Arbeit. Oh ja, ich weiß, der Reiser ist nicht da. Ich gehe aber jetzt einmal rund um die Weltgeschichte, weil viel machen kann ich in dem Dorf nicht und da ist ein netter Weg, der mich gerade inspiriert, da ans Haus zu gehen. Oh, aufmachen. Und ja, und wir schauen uns an, was das Orakel zu sagen hat, aber leider erst im nächsten Part.
Ich hoffe, euch hat das Let's Play soweit gefallen. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao, ciao, bye, bye. Und vergesst nicht, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch oder runter da. Oder wenn es euch sehr, sehr gefallen hat, dann lasst uns doch ein Abo da auf der Terrasse. Wir freuen uns. Ciao.